Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf YouTube. Ich bin der Broken 10 und ich spiele auf El Haluf, den Stufe 9 Heavy Tank T10. Ich werde auf meinem Kanal unter anderem World of Tanks bringen, Minecraft und Subnautica. Subnautica ist ein Unterwasser-Survival-Game. Das ist aber allerdings nur Singleplayer, also da gibt es leider kein Multiplayer, soweit ich das bis jetzt weiß. So, ich begebe mich hier auf A1, wie man hier gerade sieht. Ja, das war ein unnötiger Schuss, aber ja. Ich spiele ohne Modpack, weil ich für mich persönlich finde ich Modpack. Ich mag kein Modpack. Ich finde, das macht das so ein bisschen das Spiel kaputt, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das überlasse ich jedem selber. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand mit Modpack spielt. Ja. Ich werde jeden Tag versuchen, ein Video zu bringen. Ihr könnt gerne Spielevorschläge oder Verbesserungsvorschläge mir geben, die meine Let's Plays oder die Videos einfach interessanter oder verbessern. Aber bitte nur konstruktive Kritik und kein Schwachsinn sozusagen. So. Ich bin momentan leider noch alleine auf der Seite. Momentan noch, aber mir wird gleich noch einer zur Hilfe kommen. Das war ein guter Abpraller. Der ist hier seit ich am Turm gebounced. Zack. Und noch schnell einen Schuss rausgehauen. Da fährt er auch wieder mutwillig vor. Das ist irgendwie wie so Gratis-Schaden. Nenne ich das immer sehr gerne. Wenn sich Leute anders fahren. Ja, und ich harre jetzt hier so ein bisschen aus, sagen wir mal so. Hinter mir ist gerade die Su 12254 noch mehr zur Hilfe geeilt. Und ja. Ja, wie gesagt, ich werde halt jeden Tag versuchen, ein Video zu bringen. Ein Video wird so um die 15 Minuten dauern. Ungefähr. Ich werde es zumindest versuchen. Und streamen werde ich auch auf Twitch. Da könnt ihr mich auch gerne besuchen. Da heiße ich auch Broken 10. Da werden dann am Freitag oder so auch Streams kommen. Und ja, sonst gibt es halt Let's Plays von World of Tanks, Subnautica und Minecraft. Aua. Da habe ich einen ganz schönen Schuss abbekommen, du. Von mir. So. Ja, also das Besondere an diesem Panzer ist halt diese angeschrägte Wanne. Das will man von Teil. Oh, das war ein guter Schuss. In den Turm. Dass man halt von Tal wirklich relativ gut gepanzert ist, außer halt hier unten. Also hier kommt kaum was durch, wenn du so stehst wie jetzt. Und hier unten ist halt die große Schwachstelle. So, da hat mir gerade die Su 12254 geholfen. Und damit kommen wir jetzt zum weiteren Schritt. Nämlich wieder einen Schritt weiter. Ich kann nur so viel verraten, dass in diesem Gefecht ungefähr 4400 Schaden gemacht habe. Und ja. So. Ich warte hier sehr lange darauf, dass der T26E4 vorfährt. Jetzt kriegt leider einen Adri-Schuss, aber Artillery-Shot, aber dass der arme X5000 mich halt nicht fokussiert. So, und jetzt fokussiere ich und versuche ihm das Munilager zu ziehen, mache aber leider nur 400, also fast 500 Schaden. Das hätte besser sein können, aber ja, verdammt, da ist er weggefahren.
Kann man nicht ändern. Ja, bam, 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 bam. Da drüben ist noch eine M103, mit dem werde ich mich noch anlegen. So, jetzt stürmen wir mal den TAP. So. Aua. Da hat er mir den Fahrer rausgenommen. Neben mir ist jetzt der M103 aufgeploppt. Ich bin gerade nachgeladen und habe ihm nochmal 500er oder 490er Keller reingegeben. So. Ich habe bis jetzt leider noch keinen Kill gemacht. Aber es wird sich jetzt ändern. So, und damit haben wir den ersten Kill gemacht, den M103. Da haben sie mir dann gut geholfen, sonst wäre ich nämlich auch Asche gewesen. So, jetzt geht es nur noch darum, um die Artillerie zu kriegen und den T26E4, den Super Pershing. So. Mal kurz die Häuser umfahren, kurz Besuch machen, gucken, ob die Nachbarn da sind. Ja. So, da ist der Super Pershing. Habe ich versucht drauf zu schießen, aber es wird nichts. Habe ich in den Dreck geschossen. Und jetzt muss ich mich nicht mehr verstecken, weil wenn die Artillerie auf mich schießt, dann bin ich tot. So, dann werden wir mal weiterfahren. So, dann ist sie auch tot. Gut. Ja. Das war's vom T10 und von meinem ersten Let's Play auf YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr gerne über eine Bewertung freuen und auch über eine Bemerkung im unteren Chat. Ja. Wenn ihr irgendwelche Kritik oder so habt, schreibt sie mir gerne unten rein. Und habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.